Hallo und recht herzlich willkommen zur letzten Saison. Zur letzten Saison wahrscheinlich. Warte nochmal neu. Warte. Okay. 3 zu 1. Hallo und recht herzlich willkommen zur letzten Folge unserer ersten Saison. Mein Name ist Mike. Ist der irgendwie dumm? Dabei ist der Jan. Ja, hi, ich bin der Jan, Leute. Also wir haben einen kurzen und eigentlich gar nicht so schwierigen Spielstand, beide nicht. Spielstand. Spielplan. Da war ich schon mal generell irgendjemand aufgenommen oder gar keine Erfahrung. Also, ich hab nicht so viel Erfahrung. Irgendwie scheiße. Okay, also, 3, 2, 1. Mann, Alter, wir wollten uns schon wieder 15:30 treffen, jetzt ist 16 Uhr. Okay, also, 3, 2, 1. Hallo und recht herzlich willkommen zur letzten Folge dieser Saison. Mein Name ist Jan, mit dabei ist der Mai. Hi. Hey, Leute. Wir sind am Ende des Aprils, kommen in den Mai rein und haben da 3 weitere Spiele. Und wir stehen beide davor, die Ziele nicht zu erfüllen. Also jetzt nochmal, für die letzte Folge Daumen drücken und dann streamen wir zusammen die Transferphase, damit ihr auch mitentscheiden könnt, welche Spieler wir kaufen, verkaufen, ja, wie wir unseren Kader aufbauen und vielleicht ja auch bei einer neuen Mannschaft, wir wissen es noch nicht. Mal alles schauen, das kann alles passieren. In dieser Folge. Wird ja mega spannend. Folgt uns übrigens bei Instagram, da könnt ihr nämlich sehen, wann wir denn den Stream starten. Okay, Leute, Freiburg hat verloren. Die haben natürlich gegen Wolfsburg gespielt, 3-2, verdammt knapp. What the fuck. Aber sie haben verloren. Köln, gegen die wir jetzt gleich spielen, haben wir auch gewonnen. Also theoretisch ist es möglich, wenn ich alle 3 Spiele gewinne und Freiburg nur 1 oder 2 Unentschieden aus diesen Spielen holt und noch eine Niederlage. Aber das ist schon so unrealistisch. Also mega unrealistisch. Allein schon, dass ich alle Spiele gewinne, das ist ja, also weiß ich nicht. Harry Potters Tod voraus. Ey, weh, du machst jetzt keinen Weihnachtsmann für mich. Ich hab nur deswegen gewonnen. Fass nicht an. Ja, mach's an. Ich hab nur deswegen einfach gewonnen. Nee. Wie, nee? Ich will vor dir sein in der Tabelle. Geh weg. Okay, wir spielen alle um 17:30 Uhr. Okay, tschüss. So realistischer Spielplan. Am Sonntag vor allem. Ja, nice, ist mir eigentlich egal. Derby ist es ja sogar. Leverkusen gegen Köln ist ein Derby, ne? Würde ich mal schätzen. Ich kenne mich leider nicht so gut aus, aber ich denke schon. Ein bisschen, ja. Köln gegen Düsseldorf. Auf jeden Fall haben wir das letzte Spiel gegen Köln verloren. Wenn wir das jetzt auch verlieren, dann bin ich gespannt, ob ich überhaupt noch Trainer bin. Wenn ja, ist es schon extrem scheiße. Du kannst jetzt schon auf Platz... auf Platz, ne, vor mich. auf ja, auf ja, Platz. Ich. Weil ich verliere jetzt, oder nur ein Unentschieden. Also gewinnen wird hier schon echt schwierig. Wahrscheinlich gegen Köln, oder? Du hast immer gegen Köln verloren. Also, Köln ich. Ist auch ein guter Mann. Du hast den Pokal gegen die verloren und Hin- und Rückspiel. Ja. Und du so wahrscheinlich gegen Köln. Noch 0-0, das Spiel. Jawohl! Kevin Volland! 1-0. Mike führt auch, das bedeutet, ich rutsche wieder zurück. Also deutliche Chancen plus hier. Wir hätten eigentlich schon 2-0 führen müssen. Und kriegen das 1-1. Das war mir eigentlich fast schon klar, wenn wir das Ding vorne nicht machen. Aber sehr, sehr unverdient. Erster Torschuss für Köln. Und Kevin Volland. Wenn wir den nicht hätten, 2-1, Spiel wieder in die richtige Richtung gelenkt. Oh, dem hierbei, dass der den nicht reinmacht, ist doch echt traurig. Leon Bailey, nee, Leon Bailey, Davis ist es, den habe ich ja gerade ausgewechselt, den Bailey. 3-1, sehr schön. Absolut verdient. Naja, na klar, die haben am meisten Siege bis jetzt auch in der ganzen Liga, ne? Die haben 20 Siege. Eigentor, Jonathan Tah, 3-2. Ich kann nicht hoch gewinnen. Es geht nicht bei mir. Letzter Freistoß. Hoffenheim, Augsburg 0. Köln kommt nochmal. Pfeift doch ab. Radetzky hat den Ball. Abpfiff.
3-2 gewonnen, aber verdammt knapp mal wieder. Wir können das einfach nicht halten. Und wir hätten auch viel mehr verdient. Also wir hatten deutliche Chancen plus. Platz 6 ist Euroleague jetzt. Was? Also Leute, es gab eine wichtige Änderung. Platz 6 ist jetzt plötzlich doch wieder markiert. Also normalerweise ist echt klar. Bug, Platz 6 auf jeden Fall Euroleague. Aber jetzt plötzlich ist Platz 6 auch hier in Football Manager wieder markiert für Euroleague-Platz. Und ich verstehe noch nicht, wie du gerade gegen Wolfsburg gewinnen konntest, weil sonst wärst du vom Rennen wärst du raus. Jetzt machst du mir richtig Druck, weil ich denke, dass du gefährlicher bist als Hoffenheim. Alter, what the fuck. Und ich bin nicht so gefährlich eigentlich. Ich stehe zwar jetzt auf Platz 6. Wenn Punkt gleich ist, dann habe ich den Vorteil in der großen Tordifferenz. Ich weiß, ich stehe zwar auf Platz 6 jetzt gerade, aber ich bin nicht so gefährlich. Also auch wenn ich da jetzt aktuell stehe, bei mir wackelt es wahrscheinlich am meisten. Okay, krass, wir haben jetzt beide nicht mehr so gute Gegner. Der einzige Abstiegsplatz, der steht schon fest. Mainz. Komm, nur noch Platz 16, aber das schaffen sie auch nicht, das kannst du vergessen. Nee, also die sind auf jeden Fall weg, aber Platz 16, 17 und so, da wird es auf jeden Fall noch spannend. Warum, Leute, warum steht das wieder da? Wer verliert, der fliegt. Mike oder Weinziel, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt müssen wir den nächsten Trainer rauskicken, ich hoffe, dass es klappt. Bei Micha stand es schon da und ich habe ihn dann weggehauen. Jetzt muss das ja wieder klappen. Das ist gerade... Ich bin so aufgeregt, ich bin mehr aufgeregt als gestern vor dem Livestream. Weil du weißt, dass du es eh schaffst. Ah, witzig. Wer verliert, der fliegt. Hertha BSC gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir haben hier andere ganz wichtige Spiele. Bayern spielt auch gegen Freiburg. Na, vielleicht ist da auch noch was möglich. Oder haben die schon gewonnen vorhin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich ist es eh nicht möglich. Aber Platz 6, den müssen wir halten. Und das ist ziemlich gefährlich, weil Jan spielt gegen Paderborn und Hoffenheim gegen Union. Also beide sind dafür Tendenz so, dass die auch gewinnen. Ah, ich habe so Angst. Fuck. Die bessere Mannschaft ist Gladbach. 8. Minute 1-0. Breel Embolo 1-0. 1-0 Hertha. Schön. Oh. Als hätte ich's gewusst. Nicht so gut. Ja, du freust dich doch. Können wir nochmal neu starten? Ja, okay, ich flieg aus. Wenn du das erste Spiel auch verlierst. Nee, ich flieg aus. 2-0 Hertha. Blitztabelle zeigt gerade, ich bin auf Platz 6, aber gut. Alter, was für eine Scheiße. Das einzige Problem ist, mein rechter Verteidiger, der ist fürs nächste Kevin Volland gesperrt. 2-1. 10. gelbe Karte gehabt bekommen. Ich habe ein Eckballtor gemacht. Alter, übertreib. Aber mit einer Grätsche. Also er ist irgendwie so am Boden geschlittert und dann hat er noch irgendwie reingegrätscht. Come on. Wir brauchen unbedingt jetzt das 2-2 direkt noch vor der Halbzeit. Pfosten! Ich gehe dieses Spiel einfach nur verkaufen. Schön, Kai Havertz, Kai Havertz. Halbzeit Hoffenheim noch verbessern in Durchgang 2, sonst bekommen wir vielleicht... Alter, leck mich einfach. Dieses Spiel ist einfach scheiße. Wie kann er den reinmachen? Neuer aus, nein, der ist nicht drin, das gibt's doch nicht. So, zu Hause in Leverkusen können wir nochmal gegen Mainz ran. Meine alte Mannschaft. Und wahrscheinlich wird auch Leverkusen meine alte Mannschaft werden, lol. Ich weiß nicht, ich habe echt gar keine Lust mehr auf dieses Spiel. Also auf dieses Mainz-Spiel. Jetzt allgemein Football Manager nervt mich schon auch, aber... Ja, keine Ahnung. Dortmund ja, 2-0. 1-0 Mainz. Echt? Oh Mann. Ich habe jetzt sogar auf defensiv gestartet, weil gerade habe ich direkt kassiert. Jetzt dachte ich erstmal langsam die ersten Minuten überstehen. Bringt auch nichts. Alter, als Leverkusen kannst du auch nicht denken, die ersten gegen den Absteiger. Die ersten ja, habe ich bei Hertha auch nicht gemacht und habe in den ersten 30 Minuten 4-1 Stand nach 30 Minuten. Leon Bailey 1-1.
aus dem Nichts, erster Schuss, mal wie die Gegner immer. Erster Schuss aufs Tor, er ist drin. Nice. Und jetzt kommt Mainz. Ich sag dir, wenn ich führe, mach ich direkt Waste-Time, Mann. Da echt gar keinen Bock mehr drauf auf diese Scheiße. Nee, 2-1, Mainz. Das war mein Tipp. Wir haben ihn in der 30. Minute schon erreicht. 3-1. Ey, das ist... Du kannst dir das nicht angucken. Du kannst dir das nicht angucken. Der zieht aus 30 Metern ab, der Torwart ist dran, der prallt trotzdem rein. Unsere Mannschaft kommt in den Konter. Er läuft in den eigenen Mann und verliert den Ball. Davis, 3-2. Alter, so das Kotzen. Guckst du mir zu, oder was? Ja. Ja. Ja, die letzten beiden Spiele verloren gegen Teams, die weit unten stehen. Und beides Male natürlich schlecht. Also Leute, die Saison ist auf jeden Fall jetzt vorbei. Wir halten euch wegen dem Livestream für die Transferphase auf dem Laufenden. Im Community-Tab oder bei uns bei Instagram ist das hier gerade eingeblendet. Gibt es da auf jeden Fall ein Update, wann dieser Livestream kommt. Schaltet dann einfach mit rein. Das Ganze dann bei uns auf den Twitch-Kanälen. Schaltet da rein und schreibt einfach mit im Chat. Und erlebt mit, was wir für Spieler kaufen. Entscheidet mit, was wir für Spieler kaufen. Was wir natürlich auch für Spieler verkaufen. Momentan sieht es ja noch danach aus, als würden wir tatsächlich beide bei unseren Teams bleiben. Natürlich ein Wechsel, dass wir einen Transfer, dass wir ein Vertragsangebot von anderen Vereinen bekommen, ist auch alles noch möglich. Das erfahren wir, wie gesagt, in der Saisonvorbereitung Transferfenster mit euch zusammen im Stream. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr seid dabei. Haut rein. Ciao. Ciao.